Diese Nacht war mal wieder geprägt von großen Leaks, denn wir wissen jetzt fast alles zur neuen Verliebt-Erweiterung. Der Twitter-User Anadius hat mal wieder seine Fähigkeiten bewiesen und auf den EA-Servern große Entdeckungen gemacht. Die insgesamt 16. Erweiterung steht unter dem Zeichen der Liebe und bringt eine neue Welt namens Ciudad Enamorada mit insgesamt 3 Regionen. Sie ist wohl an Mexiko und allgemein Spanien angelehnt, was man auf ein paar der Bilder bereits sehen kann. Jetzt aber mehr zu den neuen Features. Das Pack bringt laut der Produktbeschreibung Verabredungen planen, eine neue Dating-App namens Amors Ecke und vieles mehr. Innerhalb der App könnt ihr andere Sims matchen und diese dann zu Dates einladen, welche jetzt wohl noch detaillierter geplant werden können. Hier könnt ihr die Aktivität und den Ort festlegen. Bisher sind das natürlich noch sehr wenige Infos. Zumindest wissen wir jetzt schon dank der Pack-Cover-Grafik, dass sich die Sims gegenseitig mit Schokoobst füttern können. Endlich haben die Sims jetzt auch die Möglichkeit, im Bett zu kuscheln, die verführerische Tanzinteraktion zu wählen oder auf einer Decke gemeinsam zu entspannen. Ebenfalls klingt es so, als würde es neue Spiele geben. Auch haben die Sims-Entwickler wohl das Anziehungssystem etwas aufgebohrt. Ihr werdet wohl wieder An- und Abturner wählen können und Beziehungsdynamiken zeigen an, ob diese eher gesund, heiß, angespannt oder unvorhersehbar sind. Mit diesem Pack kommt wohl auch eine neue Romantikfähigkeit sowie ein Romantikbestreben ins Spiel. Wenn euch das noch nicht reicht, steht die neue Romantiktherapeutenkarriere bereit, welche eurem Sim auch zeigt, wie man Liebe verbreitet und bietet allerhand herzförmige Belohnungen. Wie man auf dem offiziellen Packcover auch erkennen kann, kehrt das Herzenbett aus The Sims 1 wieder ins Spiel zurück. Außerdem gibt es neu das selbsterklärende Single-Treffpunkt-Grundstücksmerkmal. Was sonst noch enthalten sein wird, erfahren wir dann bei der offiziellen Ankündigung am 25. Juni. Bevor ich euch den Release-Tag verrate, mein Partner Instant Gaming listet diese Erweiterung bereits, welche ihr hier bald deutlich günstiger bekommt. Auch andere reduzierte Packs und mein laufendes Gewinnspiel findet ihr in der Beschreibung. Bis zur Veröffentlichung müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Offiziell erscheint das Pack am 27. Juli für alle Plattformen. Auch einen leicht unnötigen Frühbestellerbonus gibt es wieder. Bis zum 5. September bekommt ihr nämlich den Eyeliner Tränen aus Kajal, das Kuscheltier Herbert Herzchen und das Doppelbett Tragische Trennung. Ich muss sagen, an sich klingen die Inhalte echt nicht schlecht, aber nicht nach gerade viel. Ich freue mich schon auf den ersten Trailer, dessen Traileranalyse ihr mit einem Abo meines Kanals auf jeden Fall nicht verpasst. Also dann, bis zum nächsten Video.